Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge in Let's Code Swift 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja noch was zu erledigen, Freunde, denn in der letzten Lesson, das war ja der erste Teil, deswegen muss jetzt ein zweiter folgen, haben wir uns bereits mit dem neuen Keyword @DynamicCallable auseinandergesetzt und haben eben gesehen, was man damit so treiben kann, dass es damit eben möglich ist, von einem Typen eine Instanz zu erstellen und über die dann direkt, ja, sozusagen eine Funktion aufzurufen, in der man der einfach Parameter übergibt. Wir haben das genutzt, um so einen kleinen Zufallsgenerator zu basteln, der sozusagen keine eigene Methode dafür mitbringt, sondern das Ganze eben kann dann direkt auf eine Instanz aufgerufen werden. Und heute, habe ich ja auch schon beim letzten Mal angekündigt, werden wir uns mit einer weiteren Möglichkeit auseinandersetzen, wie man @DynamicCallable passend implementieren kann. Dazu fange ich mal mit einem kleinen Grundgerüst an, das ich erstelle. Ja, habe mir da wieder was recht Simples ausgedacht, aber es soll ja auch darum gehen, das Ganze vernünftig zu erklären. Deswegen will ich hier jetzt nicht zu viel Overhead mit reinbauen. Wir haben hier eine Structure Printer. Und wie der Name schon sagt, die soll einfach dazu dienen, dass ich der verschiedene Parameter übergeben kann, also einer Instanz dieser Structure, und die soll die einfach geordnet ausgeben. Und zwar sowohl das Argument-Label, das wir beim Aufruf benutzen, wie auch dann die zugehörigen Werte. Ich kann euch mal zeigen, wie das Ganze aussehen soll. Hier haben wir unsere Structure. Ich erstelle davon mal eine Instanz. Die nenne ich MyPrinter. So, und beim letzten Mal haben wir ja kennengelernt, wie man @DynamicCallable nutzt. Man greift auf so eine Instanz zu und übergibt dann die Parameter. Wir hatten beim letzten Mal zum Beispiel hier diese Zahlenwerte. So sah das dann aus. So haben wir das Ganze übergeben. Geht jetzt natürlich noch nicht, weil im Moment kennt die Structure Printer nichts von dem, was wir hier tun. Das ist auch okay. Darum kümmern wir uns gleich. Der Unterschied, den wir jetzt in dieser Lesson noch kennenlernen werden zu @DynamicCallable, ist, dass wir nicht nur einfach auf diese Art und Weise die Werte übergeben können, sondern die auch noch mit Argument-Labels verbinden können. Das ist ganz cool, um zum einen den Aufruf unter Umständen verständlicher zu machen oder auch um weitere Informationen mit zu übergeben. Denn wir können dann dank @DynamicCallable sowohl die Werte, die wir hier bekommen, als auch die Argument-Labels auswerten. Und das Ganze läuft wie folgt ab. Wir müssen auch dazu eine passende Methode implementieren und auch da ist es essentiell wichtig, dass wir exakt den korrekten Namen angeben. Ich muss gerade nochmal schauen, weil auswendig weiß ich es gerade nicht, wie das Ganze beim letzten Mal hieß. Genau, beim letzten Mal haben wir die Methode DynamicallyCallWithArguments kennengelernt, die sozusagen ein Array-Typ erwartet hat. Und dieses Mal heißt die Methode DynamicallyCallWithArguments. Keyword Arguments. Das ist der Unterschied. So, ich schreibe das schon mal hier hin. Dynamically call. So, und dann hier with Keyword Arguments. Also eben nicht einfach nur with Arguments, sondern with Keyword Arguments. Bis zu diesem Teil sind wir verpflichtet, das so zu machen. Ja, das geht nun mal nicht anders. Das müssen wir so hinschreiben. Wie wir den Parameter nennen, den wir hier dann haben und in der Methode nutzen, das ist uns selbst überlassen. Genau wie beim letzten Mal, ganz oft habe ich das hier schon gesehen, nur einfach wieder die Kurzform für Arguments. Ich nenne in diesem Fall den Parameter einfach mal Keyword Arguments. Und der erste Unterschied im Vergleich zum letzten Mal besteht nun in dem Typ dieses Parameters. Beim letzten Mal war das ein Array-Typ. Dieses Mal brauchen wir einen irgendwie gearteten Dictionary-Typ. Also einen Typ, der eben Key-Value-Paare verarbeiten kann. Und in diesem Fall mache ich das ganz simpel. Wir nehmen ein ganz einfaches Dictionary, dessen Schlüssel Strings sind und dessen Werte Zahlen sind. Das ist jetzt einfach mal so die Vorgabe, um das zu demonstrieren. Die Schlüssel müssen von einem String-Typ sein. Das ist Pflicht. Was die Werte sind, ist euch überlassen. Ebenfalls euch überlassen ist, welchen Wert die Methode zurückgibt und ob sie überhaupt etwas zurückgibt. In diesem Fall verzichte ich darauf. Wir haben keinen Rückgabewert für diese Methode. Die soll einfach etwas tun. Ja, aber auch also die Info natürlich. Ihr könnt hier problemlos einen beliebigen Wert zurückgeben, wenn das denn für eure Zwecke sinnvoll ist. So, und damit das Ganze jetzt auch mal grundlegend funktioniert und dann auch dieser Error verschwinden sollte, deklarieren wir noch, das haben wir ja gesehen, dass wir das tun müssen, diese Structure mit dem Keyword, mit dem Argument @DynamicCallable. Und tatsächlich sehen wir, die Fehlermeldung verschwindet. Dieser Aufruf ist jetzt so legitim. Dass der so nicht funktioniert, dazu komme ich gleich, das steht noch auf einem anderen Blatt. Jetzt gerade kümmern wir uns gerade mal noch darum, diese Methode so zu implementieren, weil das ist dann jetzt nicht weiter wichtig. Die soll einfach was tun.
Und das ist relativ simpel. In dem Fall durchlaufen wir das Dictionary, das wir hier als Parameter bekommen, sowohl mit dem Schlüssel als auch dem Wert. Wir packen das hier in so einen Tuppel und wir können das ja hier dank For-In-Schleife relativ einfach durchlaufen. So, und das Ganze geben wir dann mit einem angepassten Print-Statement aus. Das ist wie folgt aufgebaut. Als erstes geben wir den Schlüssel aus, setzen dann hier dieses Pipe-Zeichen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Pipe. Ich glaube, aber da kann ich auch gerade was wechseln. Also dieser gerade Strich halt. Ne? Den setzen wir dazwischen und danach noch das Value. So, das soll das Ganze sein. Das heißt, diese Methode durchläuft eben das Dictionary und gibt alle Werte aus. So, der große Unterschied im Vergleich zum letzten Mal besteht nun darin, dass wir beim Aufruf dieser Dynamically Callable Funktion auch Argument Labels mit übergeben können. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ich sage hier mal First, Second und Third. Ja, also versehe jeden Parameter mit einem vollkommen frei wählbaren Argument-Label. Da kann wirklich stehen, was will. Das ist vollkommen egal. Das ist eben die Dynamik, die wir da bekommen. Wir können da alles reingeben und das wird hier in diese Methode passend übergeben. Deswegen muss auch hier ein Dictionary-Typ vorliegen, damit wir eben auch diese Argument-Labels auswerten können. Die Schlüssel, die wir hier in diesem Dictionary-Typ bekommen, das sind nämlich die Argument-Labels. Und die Werte, ja, die haben wir ja selbst definiert. Das müssen eben Werte des Typs sein, wie wir sie hier auch definiert haben. Und genauso haben wir das jetzt hier gemacht. Und jetzt führe ich das mal aus. Und tatsächlich, ich mache das mal größer, sehen wir hier ganz schön, dass wir hier alle Ergebnisse bekommen. Auch genau in dieser Form, wie wir es hier formatiert haben. Das funktioniert prinzipiell schon mal gut. Und das ist eigentlich auch so das ganze Hexenwerk, was so dahinter steht. Jetzt habe ich aber vorhin schon angedeutet, dass das nicht funktionieren würde. Ja, warum? Dazu muss ich noch kurz erklären. Generell ist dieser Aufruf nicht falsch. Ich demonstriere das erst einmal, indem ich nur einen Wert übergebe. Das Interessante ist, dass, da wir ja hier kein Argument-Label haben, als Schlüssel für dieses Dictionary und für diesen ersten Wert einfach ein leerer String übergeben wird. Das ist das Standardverhalten. Wenn wir also hier diese Funktion aufrufen und in dieser Methode landen und wir haben kein Argument-Label übergeben, dann wird eben als Schlüssel einfach ein leerer String eingesetzt. Soweit, so gut. Das ist prinzipiell jetzt nicht weiter dramatisch. Aber der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, was passiert jetzt in diesem Szenario? Wir haben für alle kein Argument-Label angegeben, das heißt für alle drei wird ein leerer String übergeben und in unserem Szenario ist das tödlich, denn, wie gesagt, die Argument-Labels werden als Schlüssel verwendet. Das bedeutet aber, wir erstellen hier ein Dictionary, dessen Schlüssel dreimal identisch ist, also der drei identische Schlüssel besitzt und das geht nicht. Das zerschießt es uns in diesem Fall. Da gäbe es noch andere Möglichkeiten, das zu umgehen, dass man tatsächlich auch hier mehrere Werte mit demselben Argument-Label, in diesem Fall dem leeren String, übergeben kann. Steht aber auch nochmal auf einem anderen Blatt. Hier will ich wirklich nur mal allgemein diese Dynamic Callable-Geschichte zeigen. Es gibt noch andere Dictionary-Typen. Das ist der Hintergrund, die dann mit sowas umgehen können. Das soll jetzt aber hier nicht das Thema sein. Nur eben deswegen die Erklärung, wenn man hier ein, in Anführungszeichen, normales Dictionary als Parameter setzt, dann muss man halt aufpassen und sicherstellen, dass tatsächlich jedes Argument-Label und eben selbst kein Argument-Label nur ein einziges Mal vorkommt. Das ist halt hier essentiell. So, machen wir das nochmal rückgängig. So, ich kann das nochmal hier ein bisschen abwandeln. Ich schreibe hier zum Beispiel bei First Value, hier schreibe ich Test und hier schreibe ich Haha. Nur um nochmal zu demonstrieren, dass wir eben hier wirklich genau das ausgegeben bekommen in diesem Dictionary, was wir auch hier reingeben. Also das ist im Endeffekt der Unterschied zu der Methode, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben, die Geschichte mit Dynamically Call with Arguments, wo wir ja nur die Werte übergeben haben, also in diesem Fall die einzelnen Integer, können wir eben mit Dynamically Call with Keyword Arguments zusätzlich eben auch noch Argument Labels mit übergeben und die auswerten. Ist eben für manche Funktionen ganz spannend. Eins möchte ich auch noch zum Schluss klären. Es ist tatsächlich möglich, ich teaser das hier einfach mal an, mal auf, ups, beide Methoden zu implementieren. Ich kann hier also auch Dynamically Call with Arguments machen. So, warte, wir machen das mal einigermaßen richtig. So, geben hier ein Integer, ich mache jetzt hier auch keinen Rückgabewert. Und weißt du was, wir machen hier einfach mal Print und geben hier einfach nur das Value aus. So, das ist möglich, ja, also ein Typ, der, oh, Entschuldigung,
Oh, da bin ich ja viel zu schnell. Warte mal. For value in arguments. Ich bin nicht ganz bei Sinnen gerade, Entschuldigung. So, man muss schon alles seine Richtigkeit haben. Jetzt aber, jetzt sollte es stimmen. Man kann diese beiden Methoden, die wir jetzt, also im letzten Video und in diesem Video kennengelernt haben, beide in einem AddDynamicCallable-Typ implementieren. Das hat zur Folge, dass DynamicallyCallWithArguments immer dann aufgerufen wird, wenn hier beim Aufruf kein einziges Argument-Label zum Einsatz kommt. Andernfalls wird DynamicallyCallWithKeywordArguments aufgerufen. Kann man auch mal demonstrieren. Ich mache mal Folgendes. Ich lasse erstmal alles so, wie es ist und rufe das erneut auf. Jetzt haben wir ja Argument Labels. So, und wir sehen sehr schön hier einfach an der Ausgabe, ja, er muss in diese Methode gesprungen sein, weil wir hier den Schlüssel noch mit ausgeben. Der fehlt uns hier ja an dieser Stelle. So, jetzt reduziere ich das Ganze mal. Jetzt lasse ich nur mal das Argument Label für First Value stehen und nehme hier einfach mal den zweiten Parameter komplett raus. So, führe das Ganze nochmal aus. Und auch jetzt sehen wir in diesem Fall, okay, er springt in diese Methode, DynamicallyCallWithKeywordArguments, denn wir haben hier wenigstens ein konkretes Keyword-Argument angegeben. Wenn wir nun aber auch auf dieses Argument-Label verzichten und gleichzeitig eine Methode implementiert haben, die wirklich nur auf die Arguments es abgesehen hat und nicht auf die, also auf die Werte und nicht auf die Argument-Labels, die ihnen vorangestellt sind, dann landen wir auch tatsächlich da drin. Sieht man hier ganz schön. Hätten wir diese Methode nicht implementiert, kann ich auch mal demonstrieren, hätten wir jetzt wieder den Crash, ja, weil wir hier ja zweimal denselben Schlüssel, nämlich einen leeren String hätten. Das ignoriert er aber vollends, weil er eben in diesem Fall, da wir gar kein Argument Label haben, da sind ihm die Schlüssel sowieso egal, also die Argument Labels, und deswegen springt er einfach hier rein und führt die Logik aus, die da steht. Also auch das ist möglich, ihr könnt beide Methoden implementieren. Und dann, welche davon aufgerufen wird, hängt eben wirklich nur davon ab, ob hier beim Aufruf wenigstens einmal konkret ein Argument-Label verwendet wird oder nicht. So wie wir das eben jetzt gesehen haben. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende von dieser Lesson. Wenn wir gerade mal auf die Uhr gucken, ja, auch schon wieder über 10 Minuten. Hey! Also es war, glaube ich, schon ganz gut, da sind zwei Videos zu splitten. Ja, das war jetzt mal so der Rum- und Umschlag, was dieses neue Argument, dieses Schlüsselwort, betrifft. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich finde das eine ganz coole Technik, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich hatte bis jetzt noch nicht so die Anwendungsfälle, wo ich sage, boah geil, da macht das voll Sinn. Ich fand aber unser Beispiel vom letzten Mal mit diesem Random Number bzw. Random Value Generator ganz schön, weil da sah das einfach nett aus. Da musste man nicht extra eine Methode hier noch implementieren und aufrufen, sondern hat das einfach mit DynamicallyCallWithArguments umgesetzt. Und natürlich gibt es da auch noch weitere Fälle, wo das Ganze sinnvoll ist, nur kommt eben immer darauf an, in welchem Bereich man so unterwegs ist, nicht wahr? Gut, aber damit sind wir am Ende von dieser Lesson. Bei Fragen wisst ihr ja jederzeit in die Kommentare. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit und sage mal bis bald, meine Freunde.